So, liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, liebe Freunde dieses Videoblogs, heute hat es lang gedauert, bis ich den Film hochstelle. Es sind wieder einige neue Karten bei uns, bei Poet Cannstatt oder in meiner eigenen Sammlung oder die von Matthias Busch angekommen. Zum Beispiel eine solche Karte Kursaal mit Neubauentwurf und Bauleitung Albert Eitel. Rückseite des Neubaus, schauen Sie hier. Wirklich so, wie es dann auch errichtet wurde, noch hier im Modell und hier quasi mehr oder weniger hinein kopiert. Dahinter die Villa Lindauer, rechts der Seite links der große Kursaal, ein Übergang dazu. Und das Ganze eine Postkarte, die auch gelaufen ist. Und schauen wir mal, wann sie gelaufen ist. Cannstatt 11.04.1914. Also deutlich nach der Errichtung des Kursaals 1909. So, was auch neu dazugekommen ist, ist zum Beispiel diese Karte, Cannstatter Volksfest. Sie ist aus dem Jahr 1936. Allerdings sieht man jetzt hier keine Hakenkreuze, man sieht einen Lustverkäufer und wie Bier hinunter gebracht wird. Man sieht hier im Prinzip sowas Ähnliches wie einen Kübler im mittleren Teil. Natürlich hat er hat allerdings nicht diese lange Feder, die vielleicht auch erst später kam. Und dann unten so Bleile, Anzüge, kleine Kinder, die sich alle darum versammeln. Und manche gucken fröhlich und manche nicht ganz so. Wie zum Beispiel die eine Dame hier. Links. Vielleicht hat sie Angst, dass sie keine Würste mehr abbekommt. Oder eine Karte, die auch neu zu uns kam, die wir auch bei eBay gefunden haben. Ankunft seiner Majestät König Wilhelms I. von Württemberg mit dem Kaisern Alexander II. Und Napoleon III. Auf dem landwirtschaftlichen Fest in Cannstatt am 28. September 1857. Eines der großen Feste, die da waren. Auch aus politischen Gründen hat man das damals gemacht. Also Wilhelm hier in der Mitte hat Napoleon und den russischen Zaren zu sich gerufen, um auch auszugleichen, zu vermitteln. Und es waren riesige Feste damals auch, zum Beispiel auch in der Wilhelma, Illuminationen und anderes mehr. Die Postkarte ist deutlich jünger, stammt aus der Zeit so um 1900. Auch eine schöne Karte ist diese hier. Insofern interessant, als dass sie hier rechts das Wilhelma Theater zeigt. Hinten ein bisschen von der Perspektive nicht ganz korrekt das Schloss Rosenstein, dann den Karl-Olga-Steg, den Daimler gestiftet hat. Schauen Sie, ich gehe jetzt mit dem Finger, vielleicht kommt der irgendwann mal ins Bild hier. Da ist der Karl-Olga-Steg, das war die Berger Insel. Und das Interessante ist dieses hier, Daimler Bootswerft, die wirklich so bezeichnet ist. Dahinter auch noch die Eisenbahn kann man erkennen und den Rauch der Eisenbahn. Und diese Bootswerft, die war eigentlich ursprünglich in den 1870er Jahren eine Aktiengesellschaft, eine Schwimmaktiengesellschaft. Also die eine Seite für die Herren, die andere Seite für die Damen. Und dann haben wir hier was sehr Interessantes, was neu in unsere Sammlung gekommen ist. Und zwar datiert Cannstatt den 12. November 1824 und königliches Oberamt. Und das Ganze ist ein, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg, eine Art Anschlag, den man gemacht hat nach einem verheerenden Hochwasser. 1817, 1824 hat es wirklich schlimme Hochwasser gegeben. Und um den nachteiligen Einflüsse, welche die letzte Überschwemmung und deren Folgen auf die Gesundheit der Menschen und Haustiere äußern könnte, möglichst zu begegnen, findet man sich veranlasst, nachstehende Vorsichtsmaßregeln zur allgemeinen Nachachtung bekannt zu machen. Also so ähnlich wie jetzt in Corona auch. Und da heißt es zum Beispiel, ich werde jetzt nur diesen einen Punkt nennen, viertens, die in den Kellern nass gewordenen Erdbirnen, also Kartoffeln, sind genau auszusuchen und die Faulen abzusondern, indem der Genuss derselben sehr nachteilig ist und im Allgemeinen wird es als sehr zweckmäßig empfohlen, die Speisen durch Pfeffer und sonstige Würze stärker als gewöhnlich zu würzen. Oder hier in der unter Wasser gestandenen Kellern sind die Türen und Kellerläden offen,
zu halten, große Flammfeuer auf den Kellerböden anzuzünden und diese womöglich mit trockenem Flusssand zu überschütten und so weiter und so weiter. Also was man alles tun soll, damit letztendlich alles ja, entsprechend wieder gut funktioniert. Und das ist wirklich ein sehr interessanter Anschlag, dass es sich überhaupt erhalten hat, ist schon was Besonderes. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch, es kommt jetzt ins Bild, etwas auch Interessantes, was auch mit jüdischer Geschichte zu tun hat. Die Firma Rothschild und Hanauer, die Kanzler Bettfedernfabrik, ein Wechsel von dem entsprechenden Wert, ein sogenannter Prima-Wechsel. Ich bin nach St. Blasien in Cannstatt, den 10. Juni 1904 für Mark 130. Am 15. Oktober 1904 zahlen Sie für diesen Prima-Wechsel und so weiter an die Ordre und so weiter 130 Mark aus. Und man hat hier den Stempel Cannstatter Bettfedernfabrik Rothschild und Hanauer, Cannstatt Württemberg und auch hier nochmal sogar mit Unterschrift dabei. Und wie gesagt, diese Wechsel hatten eine Vorder- und eben eine Rückseite, in denen dann eben die Stempel Rheinische Kreditbank und so weiter, St. Blasien, Gebrüder Grossmann, für uns an die Ordre Spinnerei St. Blasien, Wert in Rechnung, 23. Juli 1904, da kam das dann an. Also so sah ein Wechsel aus und das war die Gebühr von 10 Pfennig, wenn man unter 200 Mark geblieben ist. Und zum Schluss noch in diesem kleinen Filmchen hier, drei Feldpostbriefe haben wir bekommen, zwei davon aus Cannstatt, einer dann aus einer anderen Station von einem jungen Mann, einem von Borjes, der seinen Eltern hier Kreis Herford, Westfalen, Nachrichten geschickt hat, Briefe auf sehr dünnem Papier geschrieben. Bad Cannstatt den 18.12., also kurz vor Weihnachten, letztes Kriegsweihnachten 1944. Es ist möglich, dass ihr diesen Brief, liebe Eltern, gar nicht mehr rechtzeitig bekommt, denn es geht das Gerücht, dass wir, wenn wir zu der am 28 beginnenden Kriegsschule fahren, einzeln mit Marschbefehlen ausgerüstet werden und über zu Hause fahren können. Und dann berichtet er eben von der geplanten Weihnachtsfeier der Rekruten und dass hier schon einige Leute der Spieß schickte, alle in der Nähe wohnenden aus der Landwirtschaft stammenden Rekruten, also dort in Cannstatt, zu kleinen Spreetrupps unter Führung eines Unteroffiziers auf Fahrrädern, die im Allgemeinen so nach 18 bis 24 Stunden wieder eintrudeln und reich bepackt mit Mehl, Wein, Schnaps, Fleisch, Butter, Eiern und anderen nahrhaften Sachen sind. Sie fahren bis nach Heilbronn, Tübingen und Reutlingen. Ich bin mit der Anfertigung einer Bierzeitung beauftragt. Ferner wollen wir Fahnenjunker einige ulkige Schattenspiele vorführen. Und dann gab es Ausgangssperre, weil es einem Ausbilder irgendwie was nicht gepasst hat. Und dann erzählt er auch so Geschichten, wie sie sich die Zeit vertrieben haben oder sich wechselseitig geneckt haben. Also es waren ja junge Männer, die da im Krieg waren. Und nachdem das also vorbei war, allen fiel ein Riesenstein vom Herzen. Er hatte so getan, als ob er schwer verwundet war, nachdem er also von einem Würfelbecher getroffen war. Und wir soffen gemeinsam noch die ganze Schnapsflasche aus. Und dann, was er eigentlich zu tun muss. Es grüßt euch herzlich, euer, und den Vornamen kann ich nicht richtig lesen, vielleicht Renier oder ja, müsste man mal nachgucken. Also, ein interessanter Brief, auch der erste, der von entsprechenden Manövern rund um Cannstatt berichtet. Ja, und eben im Dezember 1944 weggegangen ist von Cannstatt. Also immer wieder gibt es neue kleine Geschichten und jedes einzelne Objekt erzählt etwas, wenn man es zu deuten weiß. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.